Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. 5, 4, 3, 2, 1, ab! Am Start sieht die Strecke noch beinahe harmlos aus. Sie ist auch nicht lang, lediglich rund 1,5 Kilometer am Parchimer Sonnenberg in einem idyllischen Wald. Doch der Schein trügt. Das Querfeldeinrennen gehört zu den schwierigsten Herausforderungen im Radsport. Teilnehmer sind diesmal nach Parchim gekommen. Dank der Lage zwischen Hamburg und Berlin gilt das Rennen als eine wichtige Kraftprobe vor den deutschen und europäischen Meisterschaften. Selbst die Dänen treten hier in die Pedalen. Denn das Querfeldeinrennen mit insgesamt 16 Runden hat es in sich. Also wir haben das so gestaltet, dass der Start eigentlich auf einer Plattenstraße beginnt, so dass ich das Feld einsortieren kann, um auch Verletzungsgefahr vorzubeugen. Dann fährt man auf den Waldstrecke rauf, der ja gleich mit einer Abfahrt beginnt hier, mit einer scharfen Kurve. Dann begrüßt man unser Maskottchen, ja, den Gartenzwerg, der hier auch schon seit 10, 15 Jahren steht und auch schon im Fernsehen war. Dann kommt eine lange Abfahrt und dann geht es auf den ehemaligen Bahndamm der früheren Bahnstrecke, die mal hier über Slate geführt hat. Die nächsten 100 Meter sind die schwierigsten von allen. Danach ist das Ziel erreicht. 1959 sind die Sportler hier zum allerersten Mal gestartet. Damals galt das Querfeldeinrennen eher als Exot unter den konventionellen Sportarten. Doch schon bald bildete sich am Sonnenberg eine eingeschworene Fangemeinschaft. Viele namhafte Sportler haben hier ihr Können unter Beweis gestellt. Sogar spätere Champions zählten in Parchim nicht zu den Besten. Selbst ein Jan Ulrich ist hier als Jugendfahrer nicht als Erster durchs Ziel gekommen, aber sagen wir, durch unser Zielband drunter durchgefahren. Ne? Und auch Olaf Ludwig war schon hier. Also wir haben auch schon bekannte Sportler hier gehabt. Ja, und André Greipel hat hier gewonnen, auch mal, und ist ja heute ein großer Sprinter. Also man sieht, auch im Querfeldein kann man sich gewisse Grundlagen holen, um dann mal erfolgreicher Profisportler zu werden. Zu diesen Grundlagen gehört nicht nur ausgezeichnete Athletik. Auch ausgefeilte Steuerkünste für rasante Abfahrten sind notwendig. Das Rad wird außerdem geschoben und geschultert. Jede Sekunde zählt. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, kann es auch mal richtig gefährlich werden. Für eine erstklassige sportliche Herausforderung ist am Parchimer Sonnenberg alles vorhanden. Fast alles. Wir sind ein kleiner Verein, fehlen uns auch die finanziellen Mittel, um hier einen großen Preisgelder zu geben. Wir geben den Fahrern Pokale und Urkunden und kleine Ehrengeschenke, die wir dann ja durch örtliche Sponsoren hier bekommen. Aber im Großen und Ganzen sind alle immer zufrieden, dass sie sich hier vorbereiten können auf die Saison, weil wir auch mit zu den ersten Rennen gehören. Ja, die Landesmeisterschaften sind ja dann im Ende November, beziehungsweise die deutschen Meisterschaften im Januar. Also so, dass man hier auch schon mal schnuppern kann, die Konkurrenz beäugen kann. Vor 54 Jahren hatten die Querfeldeinrenner aus der DDR keine Möglichkeit, an den internationalen Turnieren teilzunehmen. Heute kommen immer öfter Gäste aus ganz Europa nach Parchim. Der Sonnenberg mit seiner Tradition wird langsam aber sicher zu einem wahren Pilgerort. Nur die Strecke ändert sich nicht. Sie bleibt ebenso hart wie damals. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.